So, hier bin ich wieder, ihr Lieben. So, der, ja, der Zug ist gerade angekommen. Also steigen wir ein und fahren los, denn ich muss ja Richtung Krankenstation. Meine Nase, die juckt. Moment, ich muss mal kurz. So, es wird gespeichert. Und ich bin. Ich bin in der Krankenstation. Haben Sie die Kommunikationszentrale erreicht? Ich bin hier, aber zu spät. Apollo hat sich von der Reaktorsäuberung erholt und externe Kommunikationswege erneut gesperrt. Warum haben Sie mich dann hierher geschickt? Plan B, Rip. Bevor ich los bin, haben die Systeme ein sich näherndes Schiff angezeigt. Ich glaube, das ist die Anisidora. Marlow hat es geschafft, die Autopiloten-Codes zu senden, während die Kommunikationswege vorübergehend offen waren. Wir müssen zu dem Schiff. Dockt es an? Nein, aber es befindet sich in Warteposition. Gehen Sie Richtung Ambulanz-Anlegestation. Es sind Kurzstrecken-Shuttle, aber das reicht. Verstanden. Okay. So, wo ist denn das? Ambulanz? Nein. Andersrum. Da. In Ordnung. So. Na dann. Ach, je. Ich muss mal kurz meine Nase putzen. Ein kleinen Moment bitte. So, Nase geputzt und dann können wir hier weitermachen. Genau, ich muss eigentlich da geradeaus durch. Und das geht sogar. Yippee-yay-ho. So, hoppala. Das Ding ist ja verbessert worden und somit geht es ganz schön schnell jetzt. So. Na dann. Ach, der Helm muss doch eigentlich ziemlich heiß sein. So. Immer weiter geradeaus. Aber vielleicht liegt der hier noch was. Genau, so wie hier. Aber nö, geht nicht mit. Kein Schrott mehr. Wieso kann ich keinen Schrott mehr mitnehmen? Medikit ist voll, Rohrbombe ist voll, da fehlt noch ein Teil. Und alles andere ist leider auch voll. Na gut, dann bleibt nur noch die EMP-Mine, aber... Dann wird mal eine gebastelt. So. Und dann kann ich Schrott wieder mitnehmen. Nix piep. So, ist hier zufällig noch irgendwo was? Hier oben ist noch was, aber geht leider nicht mit. Und das hier? Der Bolzenschneider oder Schießer. Gut. Wird es einfach hier mal aufgemacht. So, Hebel.
Und räumt er dann mit. Also beide. Gut, was für den Flammenwerfer? Impfstoff? Youth, Ransom hier. Ich habe Ihre Anfrage erhalten. Ja, ich war in unserem Übertragungsrelaisarchiv und habe einige entschlüsselt. Ich suche nach Crewlogs, die vor einiger Zeit über Sevastopol geleitet wurden. Ich verstehe, dass Sie sich Sorgen machen, aber das ist alles Schnee von gestern. Ich muss nur ein paar Dinge in Erfahrung bringen. Ein Routine-Datenübertragungspaket aus der Randzone von Tedus, bevor ein Schiff die Heimreise antrat. Nichts weiter Besonderes. Ripley hat mich gebeten, einen Bericht darüber abzuliefern, was mit der Verbindung passiert ist, als wir an die Raffinerie angedockt haben. Ich sage Ihnen gerne, was passiert ist. Ich und Brett, wir halten hier alles mit unseren bloßen Armen zusammen. Man könnte meinen, dass Millionen Tonnen Erz jemanden vom vorderen Deck, jemanden mit einem Vollanteil hier runter bewegen würde. Dass vielleicht mal irgendjemand schaut, ob wir Ressourcen benötigen. Sie wollen das nächste Mal das System rechtzeitig verlassen. Dann stellen Sie die Nostromo einen Monat lang ins Trockendock. Warten Sie, bis wir fertig sind und bezahlen uns angemessen. Parker, Ende. Okay. Okay. So. Ja. Ich lade den einmal nach hier. So, Moment, jetzt muss ich. Genau da. So. Zum Pflegebereich. Dann wollen wir uns mal hier pflegen lassen. Oder so. Oder ich pflege die Androiden. Aha. Bleiben Sie in Bewegung. Jedoch langsam und vorsichtig. Genau, ganz vorsichtig. Oder das Alien hört dich. Aha. Und wenn es dich hört, dann frisst es dich. Zum Frühstück. Und danach eine Packung. Finden die ihn für... Oha. In Ordnung, hier brennt. Ich sehe hier einen Start auf meinem Terminal. Marlo hat sich bereits eines der Shuttle geschnappt. In Ordnung. Ja. Noch weiter ging's nicht, ne? Na schön. Links, links, links. Halleluja. Okay. Dann versuchen wir es mal. Waits hat dir wirklich was eingerichtet. Ja, ja. Der böse Wade. So, jetzt bin ich hier. Dann einmal nach links. Links kann ich speichern, das war noch weiter. Links genau da. Okay, da ist ein Android. Der... Ich soll mit ihm mitkommen, nö, nö. Am Po. Ich werde sie sowieso finden. Zeigen Sie sich. Zeigen Sie sich, wo Sie auch sind. Nö, warum denn? Ich kann dich verbrennen, wenn du willst. Wegen Ihnen verschwinde ich Firmenzeit. Hat es mich wohl gehört, wo ich den Flammenwerfer bedient habe.
Möglich. Da kam er schon hinterher gelaufen. Ich sehe einen Start auf meinem Terminal. Marlow hat sich bereits eines der Shuttle geschnappt. Na schön. Wade hat dir wirklich was angerichtet. In Ordnung. Gut, was haben wir hier? Ist da noch was? Oh ja, schön. Hallo? Nein, die Tür ist verschlossen. La 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 la. Okay. Wo diese eine Tür geht. Was haben wir denn hier vorne beim Bild? Aha. Gut. Ja, genau. Und nach dir zu suchen verschwindet auch wertvolle Zeit. Haha. Oder sagen wir mal. Das ist sicher nur ein Missverständnis. Genau. Oh, ich höre das Alien. Ich nehme mal kurz einen kleinen Bonbon im Mund. So. Der ist so lecker. Ja. Wir haben so Holunder-Husten-Bonbon, so ähnlich. Gut. Keine Ahnung. Was machen Sie hier? Oh, aber es geht leider nicht mit. Okay. Muss ich die Androiden jetzt so ausweichen, das dass es... sicher nur ein Missverständnis. Ja, dass das Alien mich nicht hört. Bitte, was? Hast du mich geschlagen, du Dödel? Sag mal. Du hast doch gar nicht gesehen, dass ich hier unten bin. Ja doch. Hör doch mal auf hier. Ich dreh dich auf gleich. Pass mal auf, Mann. Warte mal hier. Nee. Ja doch. Alter, da. Ich muss das so machen. Das ist Alien, das jetzt nicht so. Ja, zwar mitbekommt, aber mich nicht dadurch. Uah, ich muss da oben hoch, ey. Na ja, gut. Wenn da jetzt nicht so nachkommt, geht eigentlich auch einigermaßen normal eben. Bitte was? Hätte ich zwar speichern können, aber ich bin ja eigentlich schon so gut wie da. Und so schlimm ist das nun auch jetzt wieder nicht. Okay. Hallo? Moment. Nein, das ist... Nein, ich will nicht in die Stromanlage, ich muss einen davor. Aber ich könnte da ja mal speichern. Warum nicht? So, dann brauche ich das nicht immer wieder neu sammeln. Oh, aber ich möchte so gerne hier nochmal nach draußen gucken. Bevor wir diesen Ort hier verlassen. Da hinten scheint die Sonne.
Und hier ist dann der Planet, wo wir kurz davor sind, alle ist der riesig. Ja, und unten und oben alles und überhaupt. Wo kommt das denn alles her? Alter, die Sonne knallt dann hier so rein. Donnerwetter. Gut. Hier ist rot. Rot ist nicht gut. Ja, ja, piep, piep macht das. So. Ich höre das Alien hier irgendwo rumlaufen. Durch die Fächte. Durch die Lüftungsfächte. Dann soll es doch einfach mal da rumlaufen. Ich hab's ja gespeichert. Oh, hier liegt schon wieder was. Bauplan verbessert, alles klar. So. Was haben wir denn hier? Blöd, wenn du da nur so wenig Raum hast. Nein, das war verkehrt. Ach Gott, oh Gott, oh Gott. Warte mal. Jo, es kommt. Und danke. Na gut. Ich trinke mal was. Wahnsinn, wenn wir jetzt hier nicht gespeichert hätten, sondern weiter hinten, hätte man auch noch weiter zurücklaufen müssen und so weiter. So, den Bauplan kann ich hier nochmal einsammeln. Wo ist das denn? Der Strich oben. Warum verliere ich immer dieses Signal? Das ist doch doof, ey. Das entfernt sich wieder. Ich habe ja diese Geräuschemacher-Dinger hier. Dann könnte ich ihn doch damit irgendwie ablenken. Müsste ich mal sehen, ob ich das Vieh damit irgendwie ablenken kann. Ich würde mal sagen. Nein. Vielleicht klappt das ja, keine Ahnung.
Dann hört das vielleicht mein Signal nicht unbedingt. Wo ist denn das? Oh, ich verliere. Warum verliere ich das Signal? Ich verstehe es nicht. Meine Fresse. Das kann doch alles nicht wahr sein. Alter. Oh, wie ich diese Tür hasse, dass ich da nicht durchkomme, ey. Oh, Mann. Das gibt's doch nicht. So, dann hacken wir mal die rote Tür. Mal gucken, ob wir das schaffen. La 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 ba, ba. Man hört das Alien hier rumlaufen. Aber wir haben keine Zeit, denn wir müssen die Tür knacken. Und die ist verdammt schwer zu knacken. Oh, Signal verloren, Signal verloren, Signal verloren. Das ist doch scheiße, Mann. Alter, wir haben es. Komm. Die Koordinaten sind bereits im System. Drücken Sie einfach auf den Knopf. Einfach auf. Okay. Einfach auf den Knopf hinsetzen. Komm, wir müssen hier raus, Mensch. Seitlich raus hier von der Station. Oh. So, du scheiß Alien, dann mach's mal gut. Ich fliege weg. Alter, wir sind raus aus dieser Station. Das Alien ist hinter uns. Meine Fresse, wir sind jetzt losgeworden, hoffe ich. Haha. Und wir fliegen, fliegen, fliegen. Okay. Boah. Hätte das Ding zwar noch gerne alleine geflogen, aber... Ricardo, hören Sie mich? Gerade so, Rip. Sie begeben sich außer Reichweite. Ich bin mir nicht sicher, wie lange die Verbindung bestehen bleibt. Ich höre es piepen. Acht halten. Erkunden Sie die Anne-Sidora. Aber gerne doch. So. Ach, Alter, wir sind jetzt nicht mehr auf der Sowas, ob wir sind jetzt hier. Bringen Sie die Systeme der Anzendora wieder zum wieder online. Ja, gerne. Aber mal gucken, vielleicht liegt ja noch was. Wir sind runter von unserer Station, wo das Alien war, und hier sind wir hier. Meine Fresse. So. Oh Gott, wir sind jetzt los. Die Frage ist, was ist jetzt hier? Hoppala. Sind hier auch irgendwelche Monster oder? Ah. Oder?
da auch Androiden, die durchgedreht sind, oder was ist hier los? Hier geht es ein bisschen runter. Dann nochmal runter. Hier ist es breiter. Aha. Was haben wir denn hier? Ach. Wir haben unsere Pechsträhne gebrochen. Wir konnten uns in den letzten Jahren gerade so den Lebensunterhalt verdienen. Und die Anisidora sieht langsam aus wie die Wracks, die wir bergen. Der Crew geht es auch nicht viel besser. Dann haben wir aber den Flugschreiber gefunden. Er gehört zu einem Schiff, der Nostromo. Weyland Yutani Eigentum. Das bedeutet, es gibt eine Belohnung. Marlow hatte dann aber noch eine bessere Idee. Den Pfad des Flugschreibers erschließen, um das Wrack der Nostromo zu finden. Wir hatten Glück, entdeckten ein Notsignal und folgen ihm jetzt. Das ist ein Volltreffer. Ich kann es spüren. Ich wusste, er würde mich nicht enttäuschen. Okay. Die ist... Okay. Nein. Was ist das? 7G oder 70 oder... Ja. Zugangscode benötigt. Die haben wir natürlich nicht. Was haben wir denn hier? Signal empfangen. Marlow. Hey, sagt, er hat gerade eine Art Signal entdeckt. Louis arbeitet an der Entschlüsselung. Können die Nostromo sein? Würdest du dir das selber ansehen? Technikerbericht. Technikerbericht 24.10.2137. Marlow, ich musste gerade einige dringende, nötige Reparaturen an den Unterlichtgeschwindigkeitstriebwerken, langes Wort, durchführen. So laut wie die alte Kiste knarrt oder geknarrt hat, ist es ein Wunder, dass beim letzten Sprung nichts abgefallen ist. Fürs Erste hält jetzt alles zusammen, aber bald ist eine Generalüberholung fällig, und zwar nicht nur für die wichtigen Systeme. Wenn wir so weitermachen, schleichen wir bald per Anhalter durch den Weltraum. Die Sache wird teurer werden. Hoffentlich hatten sie mit diesem Signal recht. Könnte unsere letzte Chance auf eine ordentliche Bezahlung sein. Jedenfalls musste ich den Zugangscode der Tür zurücksetzen. Der neue Code lautet 4510. Louis. Alles klar. 4510. Fehler. Annäherung der Sevastopol. Wir sind außerhalb von Sevastopol. Marlow und Foster sind zuerst aufgewacht. Sie sah schrecklich aus. Meeks und ich sind auf dem Weg zum Shuttle zur Station. Aber, naja, das fällt sicherlich unter Quarantänebruch, oder? Na, es ist Marlows Schiff. Sie ist Marlows Frau. Die Situation geriet außer Kontrolle und Meeks hat jetzt eine blutige Nase. Also, vielleicht geben die Ärzte Entwarnung und alles kehrt zum Normalzustand zurück. Aber wenn sie Wind davon kriegen, wenn wir an Bord gehen, will ich nichts damit zu tun haben. Marlow zahlt nicht mal annähernd genug für solch einen Ärger. Fehler? Okay, ist das der hier? 4510. Jo. Okay. Na dann. Und eins und zwei und drei. Und eins und zwei und drei. Hm.
Das sieht ja nicht unbedingt gesund aus. Aber gut. Tür ist zu. Da auch. Hä? Hier ja auch. Achso, ist da was hochgekommen. Okay, 1, 2, hep. 1, 2, hep. Und 1, 2, hep. Ah. Okay, der Motor bewegt sich wieder. Ricardo, falls Sie mich hören können, die Hauptenergie der Anesidora ist wieder online. Die Türen sollten sich öffnen und hoffentlich ein bisschen Licht. Immer noch kein Zeichen von Marlow. Hey, Ripley. Willkommen auf der Anesidora. Marlow? Wo sind Sie, Marlow? Danke, dass Sie den Strom wieder eingeschaltet haben. Das geht nicht. Fällen Sie Marlow. In Ordnung. Ah, hallo, warte mal. So. Gut. Was sagt denn meine Karte? Fällen Sie Marlow. Das ist. Wow. Okay, da brauche ich noch mehr als. Diese Karte. Wenn es ja sowas gibt wie eine Karte. Jetzt geht ja auch diese Tür hier auf. In Ordnung. Das ist jetzt nach unten gesunken oder was? Puh. Gut. Wo kommen wir denn hier weiter? Hier geht's auch wieder zurück. Auf jeden Fall kann man da erstmal speichern wieder. Ich mach's erstmal hier. So, piep piep. So. Wow. So, dann hier durch. Hi. Wollen Sie vielleicht Teil meiner Mannschaft werden? Sind viele Stellen offen? Ripley, Marlow hat sich hintergangen. Er wollte mir alle Daten über die Kreatur geben, damit ich sie der Firma übermitteln kann, aber er... Taylor? Marlow, was machen Sie da? Weil sonst keiner kommt. Kommen Sie zu mir, Ripley. Moment. Ich hab etwas für Sie. Huch. Au. Schön, dass wir gespeichert haben. So schnell konnte ich nicht wechseln, die Waffen. Waffen. Alles klar, gut. So, dann gehen wir ein bisschen Flammenwerfer her. Alter, mach doch nochmal auf hier. Gibt's denn sowas? Nein. Sind viele Stellen offen. Na und? Marlow hat sich hintergangen. Er wollte mir alle Daten über die Kreatur geben, damit ich sie der Firma übermitteln kann, aber er... Taylor? Marlow, was machen Sie da? Man sieht sonst keiner kaum. Kommen Sie zu mir, Ripley. Ich habe etwas für Sie. Du hast das für mich? Ja. Das ist möglich, aber das will ich bestimmt nicht haben, was du hast.
Alter, hier sind diese kleinen. Oh. G6-Anspringer. Müssen wir auf die auch noch. Ach ja, Flammenwerfer ist gut. Munition für Flammenwerfer. Achso, das ist ja nur. Was haben wir denn hier? LM Link. Was auch immer sich an Fosser geheftet hat, ist tot. Es lag neben ihrem Bett auf dem Boden, eingerollt wie eine Spinne. Fosser sagt, ihr geht es gut, aber ich habe sie trotzdem an den Hyperschlaf geschickt. Das Ding muss irgendwas getan haben. Vielleicht kann ich den Prozess verlangsamen. Sevastopol ist die nächstgelegene Station. Ich werde sie zur Untersuchung hinbringen. Es könnte ein Problem mit der Quarantäne geben, aber der Nostromo-Flugschreiber öffnet uns vielleicht die Tür. Wir müssen tun, was wir tun müssen. Freigeben ist nix. Audio, Fehler. Anesidora-Ruf. Anesidora, hier spricht Marshall Waits auf der Sevastopol. Offiziell sollte ich Ihre Anfrage auf Andockung eigentlich verweigern. Sevastopol befindet sich derzeit im Stilllegungsprozess und ich kann die Sicherheit außerplanmäßiger Schiffe nicht garantieren. Aber in Anbetracht des von Ihnen gefundenen Eigentums gewähre ich einer kleinen Anzahl Ihrer Besatzung das Docken über einen Kurzstreckenshuttle. Ich muss Sie daran erinnern, dass Sevastopol ein Anteil an jeglicher Belohnung für die Rückgabe des besagten Eigentums zusteht, sobald dieses auf der Station ankommt. Bitte senden Sie Antwort. Waits Ende. Guti. Ich nehme mal ein Medikit, warum nicht? Dann ist unsere Gesundheit, das ist voller und sieht auch besser aus, finde ich. So. Was haben wir hier? Sicherheitszugangsgenerator. Ah ja. Kein Signal. Kein Signal. Moment, das ist hier. Der ist da, das ist da. Die Tür war wieder einfacher zu hacken. Oder zu knacken. Was haben wir hier? Aha, da liegen jede Menge Fässer und so. Hier auch. Alles hoch brennbar oder Explosivdinge hier. Was ist denn hier nur wieder los? Da denkt man, da bist du mal irgendwie in Sicherheit und dass das hier besser ist. Aber nö, die hier haben auch Probleme. Überall nur Probleme. Als Qualm, hätte ich was gesagt, ja, der ganze Staub und überhaupt. Ich habe versucht, Foster zu retten. Ich habe sie auf Sevastopol gebracht. Habe alle Regeln gebrochen, um sie herzubringen. Das war ziemlich dumm von mir. Dumm. Sie können dieses Ding nicht besiegen, Ripley. Unmöglich. Man kann nur versuchen, ihm aus dem Weg zu gehen. Jede Spur hinter sich verwischen. Alle Anzeichen zerstören. Die Infektion vom Ausbreiten abhalten. Sicherstellen, dass die Menschheit nie wieder mit ihm in Kontakt gerät. Sobald es Kontakt aufgenommen hat, hat es gewonnen. Die Firma wird niemals erfahren, was hier passiert ist. Niemand wird es erfahren. Das werde ich nicht zulassen. Ja, wo bist du denn? Zeig dich doch mal, du Heini. Tülüt, tülüt, tülüt. Es macht ja mal tülüt, tülüt. Was ist das hier nochmal? Komponente. Eine Komponente. Ist ja fast am Ende. Und da haben wir Schrott. Das geht nicht mit. Dann lasse ich das da nochmal liegen. Und wieder unser Ding benutzen. Das ist hier und das andere ist da. Nein, ich war doch rübergegangen, du Dödel. Ach, man wurde Wechsel da nicht angenommen. Na schön. Also dann hier. Hier.
Und hier. Mann, hier muss man richtig. Alter, boah, was für ein Staub, Mann. Irgendwas ist da drin. Muni für den Flammenwerfer. Überall Probleme, egal wo. Ah, hier kann man speichern. Snip, snip, snip. Da ist zu, wie es aussieht. Dann müssen wir wohl hier runter. Immerhin brennt hier Licht. Benutzen Sie das Terminal. Alles klar. Und da haben wir schon wieder so ein Hebel-Ding. Okay, warte mal. Auch wieder Schrotti. Kann ich denn irgendwas benutzen, wo wir hier Schrott und das andere war die Impfdings. Habe ich alles voll hier. Leuchtfackel ist voll. Geräuschmacher ist voll. Blendgranate ist voll. EMP, weiß ich nicht, ob ich das nochmal benutzen brauche. Rohrbombe. Rohrbombe, da fehlt eine Sprengkapsel, aber sonst ist alles voll. Ne. Da geht nichts. Okay, alles voll. Ich behalte mal den Flammenwerfer. Falls mal wieder so ein kleines Vieh kommt. Was waren denn da für CDs? Nachgesetzter Bericht. Private Nachricht. Dies ist für meine Tochter. Hi Amanda. Diese Nachricht ist für dich, mein Liebling. Ich hoffe, du wirst diese Nachricht eines Tages hören. Ich bin in Schwierigkeiten. Mein Schiff. Es gab einen Unfall, Liebling. Wir haben eine Kreatur gefunden. Sie war sehr gefährlich. Wir konnten sie nur stoppen, indem wir das Schiff zerstörten. Mir geht es gut. Ich sitze in einem Rettungsshuttle irgendwo in der Weite. Wir mussten die Nostromo zerstören. Was wir getan haben. Wir konnten nicht riskieren, dass die Kreatur mit uns heimreist. Ich musste dich beschützen. Mach dir keine Sorgen um mich. Wir werden uns bald wiedersehen. Ich hab dich lieb, meine Süße. Atomwaffe verwandeln. Sie werden das Schiff zerstören und die Station. Ich werde jegliche Spur dieser Kreatur zerstören. Ripley, das ist die einzige Möglichkeit. Ich kann es nicht am Leben lassen. Und ich werde es nicht der Firma überlassen, sonst geht das alles wieder von vorne los. Hören Sie mir zu! Wir müssen das nicht tun! Stopp! Hören Sie auf, Marlo! Marlo, bitte! Sie haben gehört, was Ihre Mutter getan hat. Sie hat es verstanden. Wenn sie hier wäre, würde sie mir helfen. Sie würde der Firma ganz sicher nicht die Anschrift von dieser Kreatur geben. Niemand darf das hier wissen. Da sind noch Überlebende auf der Station. Marlo!
aber nicht Foster. Sie war meine Frau. Ich habe sie geliebt. Und ich habe sie getötet. Oh mein Gott. Ich glaube, ich war zu spät. Er hat es bereits in Gang gesetzt. Taylor, ich werde die Überlastung aufhalten. Sie müssen mir helfen. Gehen Sie zu dem Bedienpult. Warnung. Fusionsreaktorenüberlastung im Gang. Öffnen Sie die Fusionssysteme, damit ich an Ihnen arbeiten kann. Was? Wir brauchen Strom beim Auxiliargenerator. Suchen Sie nach den Buchstaben A, U, X. Ich hab's gefunden. Okay. Okay. Jetzt war das gesperrt und dann auf einmal ging das. Und einmal und zweimal und dreimal. So. Okay. Alles okay, Taylor. Schalten Sie jetzt das Wartungsterminal von Auto auf Manuell um. Können Sie es sehen? Ich kann es nicht finden. Es muss da sein, Taylor. Vertrauen Sie mir. Das ist es. Ach Gott, warte. Ach Mann, das Signal verloren, das gibt's doch nicht. Bitte, was? Hä? Da war doch richtig. Ah, oh, na toll. Müssen wir es nochmal machen. Ah, dann wackelt das auch noch so doll, Mensch. Oh, das ist doch nicht wahr. Das auch noch unter Zeitdruck machen, ey, das ist doch Wahnsinn. Okay,
Alles okay, Taylor. Schalten Sie jetzt das Wartungsterminal von Auto auf manuell um. Können Sie es sehen? Ich kann es nicht finden. Es muss da sein, Taylor. Vertrauen Sie mir. Das ist es. Ich hab's. Alter, das gibt's doch nicht. Mann, ey. Millisekunden. Ach, das ist doch nicht wahr, ey. Ach. Da muss es so verdammt schnell sein, ey. Das ist nicht wahr, Mann. Okay. Und einmal und zweimal und dreimal. Okay, alles okay, Taylor. Schalten Sie jetzt das Wartungsterminal von Auto auf manuell um. Können Sie es sehen? Ich kann es nicht finden. Es muss da sein, Taylor. Vertrauen Sie mir. Das ist es. Oh, warte. Warte. Schnell hier. Zack. Oh, wieso verliere ich denn dieses blöde Signal? Ich glaub's auch nicht, ey. Das war doch grün, das war doch richtig, Mann. Ach, Alter, was denn jetzt, ey? Wie kacke ist das denn? Das war doch richtig. Oh, das ist doch nicht möglich. Okay, alles okay, Taylor. Schalten Sie jetzt das Wartungsterminal von Auto auf manuell um. Können Sie es sehen? Ich kann es nicht finden. Es muss da sein, Taylor. Vertrauen Sie mir. Das ist es. Halt dich fest. Mädchen. Au. Oh.
Hier ist noch kein Feuermoment. Heilige! Kritischer Einsturz. Oh, Backe. Au. Au. Und ich dachte, ich hätte schon Probleme auf der anderen Station. Aber hier ist er noch schlimmer. Ach, du Heilige. Schnell. Alter. Das darf doch nicht wahr sein, ey. Wir haben nur Probleme, egal wo. Wenn es kein Alien ist, das uns Sorgen macht, dann ist es mal irgendwie ein Reaktor. Überall. Probleme. Ricardo. Ripley, die Explosion der Anisidora hat die Orbitalstabilisatoren zerstört. Demnächst fallen wir vom Himmel. Ich versuche, die Torrents zu erreichen, aber der Funk ist immer noch gesperrt. Das von ihnen angedockte Ambulanz-Shuttle ist im Eimer. Die Torrents ist der einzige Ausweg. Finden Sie einen Weg, die Torrents zu kontaktieren. Der Funkspruch von Verlaine wurde gerade aktualisiert. Hallo Sebastopol, bitte um Antwort. Ein Schiff ist gerade an ihrer Steuerbordseite explodiert und hat die Orbitalstabilisatoren zerstört. Wir können nirgendwo andocken. Sagen Sie uns bitte, was vorgefallen ist. Wir können Überlebende aufnehmen. Ich behalte diesen Kanal offen. Torrents Ende. Ja. War da was? Nee. Okay. Was? Nee, ist unten. Oh Gott, ey, da muss er so schnell sein. Hallo. Da. Ja, ich hatte doch gedrückt. Oh, Mann. Oh, dass du drei Sachen gleichzeitig bewegen musst, ey. Das ist doch einfach. So. Mach auf, das Tor hier. Na los. War es ja nie, ne? So. Ja, ist ja niemand da. Würde ich ja gerne machen. So. Wer geht da? Gut. Ich werde erstmal hier an dieser Stelle eine Pause machen. Und dann sehen wir mal weiter, wer dort sich bewegt hat. Bis zur nächsten Folge Alien Isolation sage ich danke und auf Wiedersehen. Bye bye.